Okay. Ja, 11 Uhr pünktlich. Herzlich willkommen. Ich darf Sie begrüßen zur Vorstellung der Studie zu den Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung seit 1945 im Verantwortungsbereich des Bistums Mainz. Herr Rechtsanwalt Weber hat mich gebeten, hier den Ablauf etwas zu koordinieren. Mein Name ist Andreas Heinz. Ich begleite ein Stück weit diese Pressekonferenz. Ich möchte erstmal die Anwesenden willkommen heißen, auch die, die jetzt hier sich zugeschaltet haben im virtuellen Raum. Herzlich willkommen. Ganz besonders willkommen heißen möchte ich den Herrn Bischof Peter Kohlgraf, die Ordinariatsdirektorin Frau Stefanie Ried, den Herrn Generalvikar und Weihbischof Uwe Markus Benz und für das unabhängige Aufarbeitungskommission die Vorsitzende Frau Groden-Kranich. Da habe ich mir schon am Anfang gedacht, das wird schwierig. Und natürlich noch weitere Mitglieder dieses Aufarbeitungsgremiums. Ein paar Worte vielleicht zum Ablauf. Die Studie wird im Anschluss an diese Veranstaltung hochgeladen. Und zwar erst im Anschluss, damit uns die Server nicht explodieren. Und auch die Zusammenfassung, die ich jetzt hier gleich rumgehen lasse, wird dann entsprechend auch hochgeladen und als PDF erhältlich sein. Ansonsten werden Herr Rechtsanwalt Ulrich Weber und der Co-Autor Herr Johannes Baumeister Ihnen die Studienergebnisse vorstellen, mithilfe einer PowerPoint-Präsentation und natürlich auch im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen. Es wird keine Fragen aus dem virtuellen Raum geben, aber Fragen von Ihnen, von den Repräsentanten der Medien, die hier vor Ort da sind. Und wir werden auch im Anschluss keine O-Töne mehr machen. Das Bistum selber wird nachmittags eine Stellungnahme abgeben zu den Ergebnissen. Und auch nächste Woche ist eine Pressekonferenz des Bistums anberaumt, nächsten Mittwoch, um da eingehender zu diesen Studienergebnissen Stellung zu nehmen. Genau, vom Ablauf her werden wir jetzt gleich starten. Und ansonsten habe ich, glaube ich, nichts vergessen. Wenn Fragen da sind, kommen Sie bitte auf mich zu. Ich werde dann sozusagen das Mikrofon zu Ihnen reichen, damit auch entsprechend alle die Fragen zum einen hören und auch die Antwort dann auch gegeben werden kann. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Namensschilder haben wir jetzt keine. Mein Name ist Ulrich Weber, mein Co-Autor. Sitzt links neben mir, von Ihnen aus gesehen, dann die andere Seite, Johannes Baumeister. Setzen wir den Schrecken ein Ende. EVV. EVV ist eine Aufklärungsstudie und diese Aufklärungsstudie soll die Grundlage für die weitere Aufarbeitung im Bistum Mainz darstellen. Aufarbeitung bedeutet zum einen die Bewältigung der Vergangenheit, sowohl für Betroffene als auch für die Institution und das institutionelle Umfeld. Aufarbeitung soll aber auch durch ein Lernen aus der Vergangenheit Gegenwart steuern und die Zukunft gestalten. Dies betrifft Intervention und Prävention sowie die gesamte Governance der Institution. Was sind die Grundlagen unserer Einschätzung? Die vorliegende Studie soll unter dem Projekttitel Erfahren, Verstehen, Vorsorgen Antworten liefern auf drei zentrale Fragestellungen. Was ist geschehen? Wie konnte es geschehen? Und wie wurde damit umgegangen? Um darüber ein Erfahren und ein Verstehen zu ermöglichen und damit auf Basis zu schaffen für eine Vorsorge. Welches ein wichtiges Kriterium für das Gelingen dieser Studie ist auch die Unabhängigkeit der Autoren, die sich durch Neutralität gegenüber dem Auftraggeber, Vertraulichkeit gegenüber den Projektteilnehmern, eigenständige Berichtsveröffentlichung und den Einsatz wissenschaftlicher Methoden sicherstellt.
Ja, zum Aufbau der Studie. Die Studie ist in 5 Kapitel gegliedert. Wir haben im ersten Kapitel ganz bewusst ein etwas ausführlicheres Einführungskapitel formuliert, aus 2 Gründen. Zum einen, um einen grundsätzlichen Überblick über den Erkenntnisstand zu geben. Wir sind mittlerweile im Jahr 2023. Es ist in den letzten 10, 13 Jahren sehr viel passiert und es ist sicherlich sinnvoll, auch da über den Blick über das Bistum Mainz hinaus zu werfen und da eben eine grundsätzliche Einsicht zu bekommen. Zum Zweiten haben wir versucht, durchaus ausführlich auch unsere Vorgehensweise darzustellen, um dafür auch ein Verständnis zu schaffen, wie wir entsprechend gearbeitet haben. Soweit zum Einführungskapitel. Dann geht es um 3 zentrale Fragen. Die erste Frage steht hier in der Mitte. Was ist geschehen? Die Frage, was ist geschehen, haben wir hauptsächlich über einen Statistikteil abgebildet, indem wir mit einigen Statistiken versucht haben, einen Überblick zu verschaffen, Daten- und Zahlenmaterial über das, was im Bistum Mainz geschehen ist. Die ausführlicheren Fragen sind an den Seiten, nämlich wir haben zum einen uns mit der Frage beschäftigt, wie wurde mit den Geschehnissen umgegangen? Wie wurde damals damit umgegangen? Wie wurde bis heute damit umgegangen? Das ist das Kapitel 3 und daran anschließt das Kapitel 4, die der durchaus herausfordernden Frage nachgeht, wie konnte es geschehen? Welche Rahmenbedingungen haben die Geschehnisse ermöglicht oder haben sie nicht verhindert? Die Studie schließt mit dem Kapitel 5, das letztendlich an der Gegenwart, am Status quo anknüpfen soll, mit der Frage, wo stehen wir aktuell und wie geht es weiter, um damit auch durch die Studie zu ermöglichen, von Aufklärung den Schritt zur Aufarbeitung zu machen. Da geht es allen voran um die Frage, welche Konsequenzen hatte das Geschehen? Und da ist auch der Blick nochmal ganz bewusst auf Betroffene geworfen, welche Konsequenzen das Geschehen für Betroffene hatten. Zum Zweiten, vor welchen Dilemmata gerade die Institution, das Bistum Mainz steht, in der Bearbeitung der Vorfälle. Und als dritten Punkt im letzten Kapitel haben wir versucht, einige Grundgedanken, einige Denkanstöße zu formulieren von unserer Seite, die möglicherweise dabei helfen können für die künftige Aufarbeitung. Wie sind wir vorgegangen? Welche Maßnahmen haben wir ergriffen? Welche Kosten sind hierfür angefallen? Die Kosten sind von unserer Seite her zu nennen mit einem hohen 6-stelligen Betrag. Maßnahmen wurden ergriffen mit zunächst der Auftaktpressekonferenz im Jahr 2019, dann mit der Vorstellung des Zwischenberichts im Oktober 2020 und schließlich noch im Beginn 2022 eine Fragebogenaktion an alle zum Bistum gehörigen Pfarrgemeinden sowie an die Caritas-Einrichtungen, die letztlich über die 5 Caritas-Verbände abgebildet sind. Alle 3 Maßnahmen haben Impuls gesetzt dafür, dass sich Personen, Menschen gemeldet haben und erneut Wissen transportiert haben und uns Informationen gegeben haben. Die Datenbasis, wir stellen jetzt hier auf der PowerPoint-Präsentation, auf der Folie, kurz da, wo wir überall waren, was wir alles getan haben. Das kann begleitend jetzt stehen bleiben, während ich weiter fortfahre. Die Datenbasis bilden umfangreiches und durch die Autoren recherchiertes Akten- und Archivmaterial, rund 25.000 Seiten, sowie insgesamt 246 persönliche Gespräche, Korrespondenzen mit betroffenen Wissensträgern, Verantwortlichen und Beschuldigten. Eine Umfrage für Pfarrgemeinden und die Caritas-Einrichtung hat den Datenbestand ergänzt. Die Methodik ist eine qualitativ-quantitative Inhaltsanalyse,
Die Daten wurden analysiert und für die Berichtsverfassung aufbereitet. Das Bistum Mainz zeigte sich über den gesamten Projektverlauf mit einer hohen Kooperationsbereitschaft aus und mit dem Willen zur vollständigen Transparenz. Gut, zu welchen Zahlen und Fakten sind wir gekommen, was Betroffene und die Beschuldigten angeht? Ja, die Frage, was ist geschehen? Wir haben ein durchaus ausführliches Prüfverfahren dem Zahlenmaterial vorangestellt nach drei Fragen, nämlich der Frage nach der Verantwortung des Bistums Mainz, der Frage, ob ein Tatbestand erfüllt ist und der Frage nach der Plausibilität. Und man sieht hier auf der Folie schon, dass ein ja, durchaus nennenswerter Block sozusagen durch die intensivere Prüfung wegfällt. Das heißt jetzt nicht, dass diese Angaben unplausibel sind alle, sondern ungefähr ein Drittel fällt weg, das ist dieser dunkelgraue Bereich hier oben, ungefähr ein Drittel fällt weg nach Prüfung der Verantwortung. Sprich, wenn es beispielsweise, wenn eine Meldung zu einem Ordenspriester kommt, der mit dem Bistum Mainz keine Verbindung hat. Das kann auch sein, dass ein Vorfall gemeldet wird von einem Dienstnehmer, der vor Tätigkeitsbeginn im Bistum Mainz war. Dann hat natürlich das Bistum Mainz, muss sich mit der Person befassen, hat aber mit dem Vorfall an sich keinen Bezug. Also das ist der erste Prüfschritt, Verantwortung. Der zweite Prüfschritt, das ist das hellgraue, was man hier sieht, ist der Bereich Tatbestand. Das kann sein, wenn Betroffene ausschließlich von körperlicher Gewalt berichten. Das kann sein, wenn Taten vor 1945 berichtet wurden. Das kann auch sein, wenn Vorfälle gerade im Kita- oder Kindergartenbereich bei Kindern unter Kindern berichtet werden, wo es um eine Aufsichtspflicht geht, aber eben nicht um einen Beschuldigten, der selber Vorfälle verübt hat. Das ist so das zweite Drittel, was ungefähr wegfällt im Bereich Tatbestand. Und zu guter Letzt haben wir eine Plausibilitätsprüfung vorgenommen. Und das ist jetzt hier das, was in den unterschiedlichen Gelbtönen stattfindet, wo wir eben unterschiedliche Plausibilitäten auf vier Ebenen verteilt haben, von unplausibel über gering plausibel, mittelplausibel und hochplausibel. Und man sieht schon, der mit Abstand größte Teil ist hochplausibel. Aber es gibt eben auch Fälle, die aus wegen fehlenden Datenangaben auch eben mit geringerer Plausibilität nur bewertet werden konnten. Was aber wichtig ist als Botschaft hier für dieses Aussortieren, das heißt nicht, dass wir nicht glauben und das heißt nicht, dass ein Großteil der Vorfälle unplausibel ist, sondern genau im Gegenteil. Ja. Für die statistische Analyse wurden, wie abgebildet, insgesamt 392 Beschuldigte und 657 Betroffene erfasst. Nachprüfung, Verantwortung, Tatbestand und Plausibilität, die auch zur Validierung unserer Ergebnisse dient, verblieben dann 181 Beschuldigte und 401 Betroffene. Beschuldigte sind sehr überwiegend männlich mit 96%. 65% sind Kleriker, 35% Laien. Bei 54% der Beschuldigten wurde von einem Betroffenen Vorwürfe erhoben, bei 46% waren es mehr. Einige oder einmalige Vorfälle sind selten, 19%, der überwiegende Teil, 81%, sind Mehrfachtaten. Das Tatspektrum erstreckt sich dabei von einer sexualbezogenen Grenzverletzung bis zu einer besonders schweren sexualbezogenen Straftat. 61% der Missbrauchsfälle dauern länger als ein Jahr. Das Alter der Beschuldigten ist heterogen. Die Vorfälle erstrecken sich über alle Bischofszeiten. Rund ein Drittel aller Vorfälle ist der Bischofszeit Volk von 1962 bis 1982 zuzuordnen. Von den 181 Beschuldigten kam es bei insgesamt 61 zu einer Strafanzeige. Vor dem Zeitraum 2002 erfolgten die Strafanzeigen
durch Zeugen und durch Betroffene. Nach 2010, Canisius-Kolleg, erfolgten die Strafanzeigen zum überwiegenden Teil durch das Bistum. Aus den Strafanzeigen selbst folgten dann Strafverfahren, 27. Es gab insgesamt 8 Haftstrafen, die verhängt wurden. Davon war nur einmal ein Diözesanpriester betroffen. 30% der Beschuldigten wurden, bei 30% der Beschuldigten wurde ein kirchenstrafrechtliches Verfahren durchgeführt. Die Betroffenen sind zu 59% männlich und zu 41% weiblich. 61% der Vorfälle geschehen im Umfeld der Pfarrgemeinde. Der zeitliche Schwerpunkt, gut 50% aller Vorfälle zwischen 1960 und 1989. 72% der Betroffenen müssen mehrfachen Übergriffen erleiden. Der Zeitraum liegt überwiegend zwischen 1 oder 2 Jahren. Die Altersspanne der Betroffenen liegt zwischen 3 Jahren und 62 Jahren. Ein weiterer Altersschwerpunkt liegt im Kommunionalter bei 10 Jahren. Ein weiterer bei postpubertären Jugendlichen zwischen 14 und 15 Jahren. Die Hälfte der Betroffenen wurden Opfer einer schweren oder besonders schweren Straftat. Die ausschließliche Erfassung der Vorfälle ohne Berücksichtigung der Schwere der Tat verzerrt, da schwere und besonders schwere Straftaten überwiegend bis in die 90er Jahre verübt und in den vergangenen Jahren zahlreiche Grenzverletzungen gemeldet wurden. Häufige Tatsituationen sind im Rahmen von Freizeit- und Reiseaktivitäten sowie im Pfarrhaus und im privaten Kontext. Über die Hälfte aller Meldungen sind seit 2010 eingegangen. Nur 22% der Betroffenen melden den sexuellen Missbrauch innerhalb eines Jahres. Nur jede vierte Meldung erfolgt erst nach über 30 Jahren. Je schwerer der Tatbestand, desto später erfolgt die Meldung. Rund ein Drittel aller Betroffenen vertraut sich zunächst kirchlichen Vertretern auf lokaler Ebene an. Insgesamt sind die Adressaten einer Meldung sehr unterschiedlich. 21% der Betroffenen haben einen Antrag auf monetäre Anerkennung des erlittenen Leids gestellt. Ein Vergleich der Ergebnisse aus dieser Studie mit bisher veröffentlichten Aufklärungsstudien ist in vielen Bereichen ähnlich, liefert ähnliche Resultate und bestärkt damit die Validität dieser Studie. Aus den Umfragen für die Pfarrgemeinden und die Caritasverbände konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden. Allerdings haben sich über 40% der Pfarreien und über 20% der Pfarrverbände und Pfarrgruppen trotz expliziter Aufforderung durch das Bistum nicht beteiligt. Aus den Caritas-Einrichtungen war der Rücklauf der Fragebögenaktion sehr gering. Das Ziel einer Vollständigkeit durch Abfrage aller lokalen Stellen konnte damit nicht erreicht werden. Trotz sehr intensiver Auseinandersetzungen einiger Pfarrgemeinden mit den Fragebögen lässt die geringe Rücklaufquote eine stellenweise unzureichende Sensibilisierung für diese Thematik vermuten. Ja, die Frage nach dem Umgang. Wie wurde mit den Vorfällen umgegangen? Wir haben dieses Thema aufgegliedert in insgesamt 6 Bischofszeiten, um jeder einzelnen Bischofszeit eine besondere Befassung zu ermöglichen. Die Bischofszeit Lehmann wurde zum einen aufgrund ihrer Länge, zum anderen aber auch sich stark wechselnden Rahmenbedingungen in 3 Zeiten aufgegliedert,
ab 2002 mit Einführung der ersten Leitlinien, beziehungsweise 2003 ist eine Zäsur und eine weitere Zäsur ab 2010. Wir haben jedes dieser Kapitel mit einem Motto hinterlegt, um einfach die Vorgehensweise in der jeweiligen Bischofszeit damit relativ prägnant auf den Punkt zu bringen. Für den Umgang des Bistums mit sexuellem Missbrauch ist der jeweilige Bischof verantwortlich. Er wird vom Generalvikar als dessen ausführende Hand unterstützt, der damit in Abstimmung mit dem Bischof ebenfalls Gesamtverantwortung trägt. Weitere Mitglieder der Bistumsleitung sind bei entsprechender Befassung mit Missbrauchsvorfällen in der Personalverantwortung. Da die quantitative Erfassung und die personelle Zuordnung von Fehlverhalten aufgrund eines unklaren normativen Maßstabs und weiterer methodischen Schwierigkeiten geringe Aussagekraft besitzt, wurde der Umgang mit Vorfällen sexualisierter Gewalt auf qualitativ destriktiver Ebene dargestellt. Einzig ein Versagen als höchste Ausprägung eines Fehlverhaltens wurde anhand vordefinierter Kriterien über alle Bischofszeiten hinweg gesamthaft zahlenmäßig erfasst. Versagen als schwerste Ausprägung vom Fehlverhalten stellen No-Gos dar, Tabubrüche der Verantwortlichen. Mit diesem Beurteilungsmaßstab wird inakzeptables und nicht hinnehmbares Verhalten der Verantwortlichen, unabhängig davon, zu welcher Zeit dies geschah, sichtbar. Dabei konnten sich zu Vorgängern von 48 Beschuldigten ein Versagen von Personalverantwortlichen konnten festgestellt werden. Die Analyse erfolgt abschnittsweise in 6 Bischofszeiten. Jeder der 4 Bischöfe seit 1945 wird einer eigenen Bischofszeit zugeordnet. Bischof Stohr, 1945 bis 1961, ermahnen und versetzen. In der Bischofszeit Stohr ist die Vermeidung des Skandals oberste Prämisse im Umgang mit Vorwürfen. Das Bistum reagiert grundsätzlich auf Meldungen von Vorfällen, differenziert dabei jedoch kaum nach Alter, Geschlecht und Schwere der Tat. Betroffene spielen in dem Kontext keine Rolle. In einigen Fällen werden ihnen Mitschuld unterstellt und Zweifel an deren Glaubhaftigkeit geschürt. Im Umgang mit Beschuldigten ist zwar ein gewisses Unrechtsbewusstsein vorhanden und durch das Kirchenrecht normativ verankert, eine fehlende Rechtsdurchsetzung und milde Rechtsanwendung belegt aber vorherrschende Empathie und Unterstützungsbereitschaft gegenüber den Beschuldigten. Zur Vermeidung von und Beruhigung der Öffentlichkeit erfolgt in der Regel eine Versetzung. Bischof Stohr selbst setzt sich sehr für den Beschuldigten ein und drängt sogar beim Vatikan auf eine schnelle Rehabilitation nach straf- und kirchenstrafrechtlichen schwersten Vergehen. Bischof Volk, 1962 bis 1982. Verharmlosen und verschweigen. Auch in der Bischofszeit Volk geht es vorrangig darum, kein öffentliches Ärgernis hervorzurufen. Kenntnisse auf lokaler Ebene werden oft nicht weitergeleitet und Meldungen durch Verantwortungsträger vor Ort sogar aktiv verhindert. Sofern diese beim Bistum eingehen, erfolgt in der Regel eine, wenn auch oft unangemessene Reaktion. Mit Betroffenen gibt es nur dann einen Austausch, wenn sie als Zeugen benötigt werden oder um ihr Schweigen zu sichern. Ein Blick für das Leid der Betroffenen ist nicht vorhanden. Der Umgang mit Beschuldigten ist von Solidarität und Hilfsbereitschaft geprägt. Strafrechtliche Anzeigen werden nach Möglichkeit verhindert. Die Verfolgung auf kirchenstrafrechtlicher Ebene ist zunächst gering und wird ab Ende 1960 eingestellt. Beschuldigte werden zunächst in ein Kloster verbracht und danach wieder eingesetzt. Die Kommunikation mit der Pfarrgemeinde und Öffentlichkeit ist von Schweigen geprägt. Gerede vor Ort
oder eine Spaltung der Gemeinde wird in Kauf genommen. Bischof Volk zeigt in Bezug auf sexuellen Missbrauch keinerlei Interesse und Problembewusstsein. Die Bearbeitung der Vorfälle überlässt er Offizial Gros. Von diesem wird er regelmäßig über das Vorgehen informiert. Bischof Lehmann I von 1983 bis 2001. Abwehren und Vortäuschen. In der Bischofszeit Lehmann I gerät das bisherige System im Umgang mit sexualisierter Gewalt zunehmend unter Druck. Staat und Gesellschaft entwickeln langsam ein Bewusstsein für die Thematik, während das Bistum immer stärkere Anstrengungen darauf verwenden muss, um den Schein der sündlosen Kirche aufrechtzuerhalten und den Skandal zu vermeiden. Dennoch bekommt das aufgebaute Konstrukt im Bistum zwischen 1983 und 2001 durch kritische Medienberichterstattung und internes wie externes Hinterfragen zunehmend Risse. Auf Meldungen erfolgt Abwehrhaltung. Wahrheiten werden zurückgehalten, verzerrt, falsch dargestellt, Vorfälle werden verharmlost, Zeugen und Betroffene beschwichtigt und beeinflusst. Obwohl in der Kommunikation erste Ansätze einer Opfersorge sichtbar werden, fehlt im konkreten Umgang mit Betroffenen das Verständnis für deren Situation. Die nahezu unerschütterliche Solidarität mit den Beschuldigten setzt sich auch in der Bischofszeit Lehmann I fort. In Form von hohem Vertrauen in deren Integrität und geringe Konsequenzen. Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen versucht das Bistum durch Lobbyarbeit zu beeinflussen. Kirchenstrafrechtliche Verfahren werden nur wenige durchgeführt. Schweigen gegenüber der Öffentlichkeit führt zu Verwerfungen auf lokaler Ebene. Bischof Lehmann selbst ist nur bei wenigen Fällen direkt involviert, wird aber von Offizial Gros und weiteren Personalverantwortlichen auf dem Laufenden gehalten. Bischofszeit Lehmann II von 2002 bis 2009. Herausreden und verteidigen. Mit Einführung der Leitlinien zum Vorgehen beim sexuellen Missbrauch Minderjährige durch Geistliche existiert ein Orientierungsrahmen zum Umgang mit sexuellem Missbrauch außerhalb der strafrechtlichen und kirchenrechtlichen Vorgaben. Die Gegenüberstellung der Leitlinien mit der tatsächlichen Umsetzung zeigt jedoch ein nur in Grundzügen leitlinienkonformes Handeln. Die Befassung mit Meldungen über Missbrauch von Kindern ist gewissenhaft und etwaige missbräuchliche Beziehungen zu älteren Jugendlichen oder Erwachsenen besteht keine Sensibilität. Das Aufklärungsbemühen ist bei medialem Druck hoch, bei fehlender Öffentlichkeit gering. Die Kommunikation mit Betroffenen ist empathischer als in den früheren Jahren. Aber eine Umsetzung erfolgt trotz Vorgaben der Leitlinien nur in Ausnahmefällen. Der Umgang mit Beschuldigten durch den Justiziar ist repressiv. Bei der Bistumsleitung dominiert aber weiterhin die mitbrüderliche Barmherzigkeit. Erstmals werden Anzeigen bei den Ermittlungsbehörden durch das Bistum erstattet. Die Durchführung kirchenstrafrechtlicher Verfahren ist inkonsequent. Wiedereinsetzungen erfolgen überwiegend in der Kategorialseelsorge. Eine systemische und systematische Kontrolle ist nicht vorgesehen. Die Informationspolitik ist zwar umfangreicher, jedoch weiterhin nicht transparent und nur in Teilen wahrheitsgemäß. Nach wie vor herrschen mangelndes Problembewusstsein und eine geringe intrinsische Motivation. Maßnahmen erfolgen vor allem mit Blick auf die kritische Öffentlichkeit. Bischof Lehmann III von 2010 bis 2017. Eingestehen und bewältigen. In der Bischofszeit Lehmann III nimmt das Thema sexueller Missbrauch auf Ebenen der Bistumsleitung erstmals einen erheblichen Raum ein, bedingt durch die Zahl der Meldungen und den starken öffentlich-medialen Handlungsdruck. Meldungen werden meist zuverlässig bearbeitet und ein Aufklärungsbemühen ist erkennbar. Der Umgang mit Betroffenen wird grundsätzlich positiv wahrgenommen, entspricht aber nicht den Vorgaben der Leitlinien.
Bei Abweichungen von Standardprozedere kommt es bei Betroffenen häufig zu Enttäuschungen. Eine Unterstützung von Betroffenen erfolgt weitgehend standardisiert. Individuelle Bedürfnisse werden dabei nicht berücksichtigt. Der Umgang mit Beschuldigten ist erheblich distanzierter als in der Vergangenheit, aber oft inkonsequent und nicht leitlinienkonform. Einer Meldung folgt die umgehende Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Kirchenrechtliche Verfahren werden häufig nicht eingeleitet und nicht ordnungsgemäß abgeschlossen. Bei Priestern im Ruhestand wird vielfach auf Sanktionen verzichtet. Die Kommunikation zeigt stärkeres Bemühen um Transparenz. Eine proaktive Information von Medien und Öffentlichkeit erfolgt aber selten. Der gesamtstrategische Ansatz basiert auf Verteidigungsstrategie, deren Ziel es ist, keinen Anlass für öffentliche Kritik zuzulassen. Die Motivation für einen angemessenen Umgang ist weiterhin kaum erkennbar. Bei Intervention und Aufarbeitung fehlen organisatorisch konzeptionelle Grundlagen. Eine Unterstützung der Einrichtungen oder Pfarrgemeinden bei der Aufarbeitung erfolgt nicht. Obwohl in den Leitlinien gefordert, sieht Bischof Lehmann den Umgang mit Missbrauchsfällen nie als Chefsache an. Die gesamte Organisation und die Umsetzung liegt bei Generalvikar Giebelmann und dem damaligen Justiziar. Insgesamt ist bei der Zeit Bischof Lehmann ein erheblicher Gegensatz zwischen dem öffentlich-medialen Auftreten und der persönlichen Einstellung und Handlung zu erkennen. Seinen mit eigenen Worten formulierten Anspruch für den Umgang mit sexueller Gewalt in der katholischen Kirche und im Bistum Mainz hat er selbst zu keiner Zeit erfüllt. Bischof Kohlgraf, 2018 bis 2022. Lernen und aufarbeiten. In der Bischofszeit Kohlgraf entwickelt das Thema sexuellen Missbrauch erst nach Veröffentlichung der MAG-Studie im Herbst 2018 eine neue Dynamik. Bischof Kohlgraf kommuniziert im Anschluss daran sehr intensiv, versucht den Willen zur Aufklärung und Aufarbeitung im Bistum deutlich zu machen und betont die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung in diesem Bereich. Im Umgang mit Meldungen orientiert sich die Bistumsleitung stark an den Vorgaben der Leitlinien bzw. an der Interventionsordnung und nimmt alle Kontaktaufnahmen sehr ernst. Intern sind die Wege im Umgang mit Meldungen nicht immer klar. In einigen Fällen vorhandene Mängel im Umgang mit Betroffenen liegen vor allem auf organisatorisch-kommunikativer Ebene und scheinen nicht auf einem generell fehlenden Unterstützungswillen zu basieren. Der Umgang mit Beschuldigten ist sehr konsequent. Vorgaben aus Kirchenrecht und Leitlinien werden stets eingehalten. Entscheidungen gehen im Zweifel zulasten des Beschuldigten und zugunsten von Präventionsgesichtspunkten. In vielen Fällen bemüht sich das Bistum um eine transparente Kommunikation und eine Einbindung der Verantwortlichen vor Ort, was jedoch nicht immer gelingt bzw. honoriert wird. Der Wille, Verantwortung zu übernehmen und den Umgang mit sexualisierter Gewalt zur Chefsache zu machen, ist durchwegs erkennbar. Die Bistumsleitung zeigt sich über den gesamten Zeitraum Bischofszeit Kohlgraf bereit zu lernen, Defizite auf konzeptioneller und organisatorischer Ebene zu bearbeiten und bindet an vielen Stellen externe Kompetenzen für ihre Entscheidungsprozesse ein. Erste Schritte der Aufarbeitung sind eingeleitet, denen nach Veröffentlichung dieser Studie weitere Schritte folgen müssen. Ja, die Frage, wie konnte es geschehen? Für diese Frage gibt es keine einfachen Antworten. Die Problematik dabei ist, es hängt alles mit allem zusammen. Vor dem Hintergrund haben wir versucht, ein Modell zu entwickeln, das einen Rahmen und eine gewisse Struktur geben soll, sowohl für unseren Bericht als auch ein Grundverständnis. Wir haben uns orientiert als erstes am situativen Kontext, an Taträumen und Tatörtlichkeiten. Also wo sind die Vorfälle geschehen, wie war die Situation in diesen Vorfällen? Schritt A. Als zweites haben wir uns intensiv auseinandergesetzt mit Beschuldigten und Betroffenen. Und zwar sowohl mit den Beschuldigten selbst
als auch mit den Betroffenen selbst, aber auch mit der Beziehung zwischen Beschuldigten und Betroffenen. Und die Beziehung zwischen Beschuldigten und Betroffenen bezieht sich sowohl auf die Zeit der Vorfälle als auch auf die entsprechenden Reaktionen auf die Taten. In einem dritten Schritt haben wir uns mit der Rolle der Dritten beschäftigt. Dritte können die Eltern sein, Dritte kann die Institution, das Bistum Mainz sein, Dritte kann nahezu jeder sein. Das Umfeld von staatlichen Kontrollorganen, von der Pfarrgemeinde, das persönliche Umfeld des Betroffenen und das persönliche Umfeld des Beschuldigten. Wie sich hier durch die vielen Pfeile zeigt, gibt es sowohl innerhalb dieses Umfelds verschiedene Abhängigkeiten zueinander, als auch verschiedene Beziehungen zum jeweiligen Beschuldigten und zum jeweiligen Betroffenen, die Einfluss darauf nehmen, ob eine entsprechende Kontrolle erfolgt, ob entsprechende Reaktionen erfolgen. Das Ganze eingebettet ist durch einen äußeren Rahmen. Der äußere Rahmen beinhaltet vier Bereiche, die wir gesondert betrachtet haben. Der Bereich der Gesellschaft, soziologisch-historische Faktoren, der Bereich der Wissenschaft, da haben wir uns vor allem mit dem Bereich der Psychologie beschäftigt und der Entwicklung der Kenntnisse über Psychologie, der Bereich des Rechts, sowohl des Kirchenstrafrechts als auch des weltlichen Strafrechts, aber auch zivilrechtlicher Faktoren. Und zu guter Letzt, auch bewusst hier als Grundlage oder als Basis, der Bereich der Kirche mit theologisch-ekklesiologischen Faktoren. Jede Einrichtung und jede einzelne Aktivität haben ihren eigenen situativen Kontext der Vorfälle sexualisierter Gewalt begünstigen kann. Sexueller Missbrauch ist in der Kirche, in der Pfarrgemeinde, im Pfarrhaus, privat, bei Freizeitaktivitäten und auf Reisen, in Heimen und Internaten, in Schulen und Hochschulen, in Kindergärten und in weiteren Einrichtungen geschehen. Jeder Kontext braucht deshalb eine individuelle Betrachtung mit Blick auf Begünstigungsfaktoren und Ansätzen für Prävention. Die Analyse von Beschuldigten und Betroffenen weist auf Risikomerkmale bei Betroffenen hin, darunter enge kirchliche Verbindungen, schwierige familiäre Verhältnisse und persönliche Voraussetzungen. Versuche einer Typisierung liefern Erkenntnisansätze in der Persönlichkeitsstruktur des Beschuldigten, darunter eine narzisstische Tendenz und ein unreifer Umgang mit Sexualität. Pädophilie ist nur bei einem geringen Teil der Beschuldigten Ursache für die Taten. Die Beziehung zwischen den Beschuldigten und den Betroffenen basiert in nahezu allen Fällen auf Macht und Vertrauen in unterschiedlicher Ausprägung. Die Ausgestaltung individueller Beziehungen weist eine sehr große Heterogenität auf. Die Beziehung zum Beschuldigten ist oft ein Grund für das Schweigen der Betroffenen. Gefühle von Scham und Schuld können zudem durch spirituelle Verbindungen verstärkt werden. Beschuldigte leugnen in der Regel ihre Taten und geben nur das zu, was ihnen nachgewiesen werden kann. Wenn wir hier dann auf C schauen, jede Missbrauchstat hat ihr spezifisches Umfeld und ist durch das Handeln oder Nichthandeln von Dritter beeinflusst. Das Bistum Mainz als verantwortliche Institution hat durch unangemessenen Umgang und mangelnde Kontrolle in vielen Fällen sexuellen Missbrauch begünstigt. Eine sehr wesentliche Aufsicht und Schutzfunktion haben die Eltern der Betroffenen, der sie aber häufig nicht oder unzureichend nachgekommen sind. Behördliche Aufsichtsorgane haben ihre Kontrollaufgabe nicht immer vollumfänglich wahrgenommen. Eine wichtige Rolle spielt auch das persönliche Umfeld von Beschuldigten und Betroffenen. Besonders Pfarrgemeinden haben durch die Solidarisierung mit den Beschuldigten und Diskreditierung der Betroffenen Aufklärung erschwert und weitere Vorfälle ermöglicht.
Der äußere Rahmen, die Analyse des äußeren Rahmens hat zahlreiche weitere Einflüsse aufgezeigt. Die Gesellschaft war lange durch kirchliche Diskursmacht und Tabuisierung von Sexualität geprägt. Der gesellschaftliche Aufbruch Ende der 1960er Jahre hat sich nur in Teilen der Gesellschaft bemerkbar gemacht. Dennoch ein naiv liberaler Umgang einerseits, wie auch weiterhin bestehende restriktive Moralvorstellungen andererseits bilden beide eine Grundlage für sexualisierte Gewalt. Sensibilität für das Thema sexuellen Missbrauch entwickelt sich nur langsam und fehlt stellenweise bis heute. Psychologische Erkenntnisse zu Pädagogik und Traumafolgen wurden entweder lange Zeit ignoriert oder haben sich erst in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt. Der rechtliche Rahmen im weltlichen Strafrecht war zwar vorhanden, hat aber nicht alle Tatabläufe erfasst. Eine Präventionswirkung des Strafrechts wurde dadurch erschwert, dass für viele Betroffene eine Anzeige mit so hohen Belastungen verbunden war, dass sie darauf verzichtet haben. Mängel im Kirchenrecht sind weniger in der Rechtssetzung, sondern vielmehr in der Rechtsanwendung zu sehen. Bestehende Normen wurden ignoriert, Sanktionen nicht umgesetzt. Die Kirche selbst hat ebenfalls auf vielen Ebenen sexuellen Missbrauch begünstigt. Die Priesterausbildung hat die psychosexuelle Reife und die persönliche Eignung lange Zeit zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die Überhöhung des Priesteramts und auch zölibatsbedingte Herausforderungen in der priesterlichen Praxis können als Begünstigungsfaktor gelten. Sündenverständnis, Sexualmoral, der Umgang mit Geheimnissen und mit der Macht sind auf theologischer Ebene zu überdenken. Eine mangelnde Governance in Bezug auf Kontrolle, Verantwortung, Organisation und Führung hat außerdem einen Beitrag geleistet. Die Vermeidung von Ärgernis und Skandal hat von Anfang an Prioritäten verschoben und vor allem für mangelnde Aufmerksamkeit gegenüber den Schicksalen der Betroffenen gesorgt. Sämtliche Faktoren in Summe haben somit ein Umfeld geschaffen, in dem sexueller Missbrauch Raum finden konnte und nicht verhindert wurde. Ja, wo stehen wir und wie geht es weiter? Die Frage der Aufarbeitung ist oft nicht einfach zu beantworten, auch weil es schon schwer ist, Aufarbeitung überhaupt zu definieren. Vor dem Hintergrund haben wir versucht, ein Aufarbeitungsmodell zu entwickeln, was unser Verständnis von Aufarbeitung darstellt. Grundlage der Aufarbeitung ist Aufklärung, die wir versucht haben, mit unserer Studie und mit den Kapiteln 2 bis 4 zu erfüllen. Die Aufklärung muss extern und unabhängig stattfinden und sie muss Betroffene einbinden. Und sie sollte die Fragen beantworten, was ist geschehen, wie konnte es geschehen und wie wurde damit umgegangen. Für die Aufarbeitung ist zum einen die Bewältigung der Vergangenheit wichtig, aber auch ein Lernen aus der Vergangenheit. Die Bewältigung der Vergangenheit betrifft allen voran Betroffene, aber auch die Institution und das institutionelle Umfeld. Betroffene brauchen individuelle Unterstützung, Betroffene brauchen aber auch gesellschaftliche Anerkennung. Gleiches gilt für die Institution und das institutionelle Umfeld. Auch da gibt es Personen, die als sogenannte Sekundärbetroffene Fürsorge brauchen und Aufmerksamkeit brauchen. Und auf der anderen Seite braucht es eine gesellschaftliche Anerkennung und auch eine Verantwortungsübernahme für die Institution. Im zweiten Bereich geht es darum, aus der Vergangenheit zu lernen. Lernen aus der Vergangenheit bezieht sich sowohl auf die Steuerung der Gegenwart als auch auf die Gestaltung der Zukunft.
Bei der Steuerung der Gegenwart geht es allen voran um die Frage der Intervention, um Interventionsprozesse, aber auch um angemessenes Führungshandeln in diesem Bereich. Bei der Gestaltung der Zukunft geht es um Fragen der Prävention, aber Prävention hört nicht auf mit Präventionskonzepten. Prävention braucht mehr. Prävention braucht eine Governance, Prävention braucht auch einen Kulturwandel. Die Frage, was ist geschehen, wird in Kapitel 5 nochmal aufgegriffen. Denn die Antwort auf was ist geschehen ist nicht mit der Tat beendet. Es geht weiter. Was ist geschehen sind auch die Folgen des erlittenen Leids, des Unrechts, das den Betroffenen widerfahren ist. Eine Betrachtung des Status quo kann nur erfolgen, wenn ein Verständnis für die Konsequenzen von sexualisierter Gewalt vorhanden ist. Meist in der Vergangenheit, sogar Aufklärung und Aufarbeitung stehen meist das institutionelle Versagen oder die Schuld einzelner Verantwortungsträger im Vordergrund. Die Betroffenen und ihr Leid bleiben dabei häufig nur Randnotiz. Konsequenzen hat sexueller Missbrauch nicht nur für den Betroffenen, auch im betroffenen Umfeld, insbesondere bei deren Eltern, Lebenspartner, Kinder, sowie im institutionellen Umfeld, bei Bistumsmitarbeitern und Pfarrgemeinden. Der Umgang mit Vorfällen sexualisierter Gewalt ist für die Institution mit zahlreichen Dilemmata verbunden. Im Umgang mit Beschuldigten steht das Bistum in dem Entscheidungskonflikt zwischen konsequenten Präventionshandeln und Sanktionen einerseits sowie Unschuldsvermutung und strengem Beweis andererseits. Mit dem Blick auf Betroffene kann sich ein Zwiespalt unter anderem ergeben zwischen Anzeigepflicht nach den Leitlinien und dem Willen des Betroffenen, zwischen standardisierten Prozessen und individuellen Bedarf, sowie zwischen Gleichbehandlung in formalen Verfahren und individuellen Erwartungen der Betroffenen. Auch die Frage einer proaktiven Information von Betroffenen stellt wegen möglicher psychischer Folgen der Kontaktaufnahme ein Dilemma dar. Gegenüber Pfarrgemeinden und Öffentlichkeit liegt die Problematik im Abwägen zwischen Transparenz und Vorverurteilung des Beschuldigten. Das im Rahmen dieser Studie entwickelte Aufarbeitungsmodell, was der Herr Baumeister vorgestellt hat, bietet die Grundlage für Gedanken zu einem künftigen angemessenen Umgang. Bei der Unterstützung der individuellen Bewältigung der Betroffenen durch das Bistum hat sich gezeigt, dass der bisherige Fokus auf standardisierte Verfahren für Anerkennung und Therapiehilfe nicht ausreichend ist. Die Autoren schlagen deshalb drei zentrale Unterstützungsbereiche vor. Eine Hilfe bei der spirituellen Aufarbeitung der Missbrauchserfahrung, eine Weiterentwicklung der zu großen Teils bereits bestehenden Hilfeangebote und eine Lebensbegleitung für Betroffene. Mit dem Ansatz der Lebensbegleitung soll der Fokus weg von einer Betrachtung des Betroffenen als Beteiligter eines Verfahrens hin zu ihm als Person, als Subjekt mit seinen individuellen Erfahrungen und Bedürfnissen erfolgen. Eine Begegnung auf Augenhöhe wird dadurch erleichtert. Mit Blick auf die institutionelle Bewältigung und gesellschaftliche Anerkennung geht es zunächst um eine Übernahme von Verantwortung. Darauf aufbauend geht es auch darum, Unterstützungsangebote für Mitarbeiter und Pfarrgemeinden zu entwickeln, die sie in ihrer Bewältigung begleiten. Eine angemessene Erinnerungskultur kann dabei helfen. Sie besteht einerseits in der Abschaffung bisher schädlicher Erinnerungskulturen und andererseits in der Schaffung eines Gedenkens zur Anerkennung, Mahnung und Sensibilisierung. Ein Lernen aus der Vergangenheit bezieht sich zunächst auf die Steuerung der Gegenwart in Form eines adäquaten Interventionshandelns bei neuen Meldungen. Neben einer Optimierung bestehender Prozesse ist es unerlässlich, den besonderen ethischen Moment des Anvertrauens des Betroffenen mit all seinen gegenseitigen Verwundbarkeiten zu verinnerlichen und daran konkretes Handeln auszurichten. Bei der Gestaltung der Zukunft ist für Präventionskonzepte auch der Beschuldigte in den Blick zu nehmen, um bei diesem die Bereitschaft zu erhöhen und die Hürde zu verringern, sich frühzeitig anzuvertrauen und Hilfe anzunehmen,
um andere nicht zu gefährden. Im Bereich der Gesamtorganisation und Governance hat das Bistum auf organisatorisch-struktureller Ebene bereits einige Weichenstellungen vollzogen, unter anderem mit der Schaffung des Amtes der Bevollmächtigten des Generalvikars, die klerikale Leitungsstrukturen aufbricht und das Thema sexueller Missbrauch auf operativer Ebene der Bistumsleitung ansiedelt. Für ein Lernen aus der Vergangenheit ist ein Kulturwandel notwendig. Eine Kultur der Achtsamkeit kann aber nicht auf die Bistumsleitung beschränkt werden. Genauso sind Mitarbeiter, das Ehrenamt, alle Gläubigen und die gesamte Gesellschaft gefordert, sprachfähig zu werden und achtsam zu sein. Eine stärkere Befassung mit Ökonomie und Management kann zu einem Kulturwandel beitragen und dabei helfen, die Kirche als Dienstleister im Sinne des Evangeliums neu zu denken und auch mit Blick auf die Betroffenen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Wieber, danke, Herr Baumeister. Wie angekündigt, gibt es jetzt Gelegenheit, Fragen zu stellen an Herrn Wieber oder Herrn Baumeister. Ich würde Sie bitten, mir dann ein Handzeichen zu geben und dann bekommen Sie das Mikro, damit wir auch einen Ton haben. Wenn Sie auch noch Ihren Namen und vielleicht das Medium oder der Herr war zuerst. Dankeschön, Carsten Packeiser, Evangelischer Pressedienst, EPD. Ich wollte mich erkundigen ein wenig zu den Fällen, bei denen Sie von einem Versagen ausgehen. Sie haben das beziffert mit 46. Vielleicht können Sie sagen, wie war denn der Umgang in den anderen Fällen? Also wie charakterisieren Sie den? War der dann gut oder war der befriedigend oder wie kann man das nennen? Und wie verteilt sich dieses Versagen denn in der Zeitleiste auf die verschiedenen Bischofsamtszeiten? Okay, ich greife die Frage 2 auf. Es hat sich in allen dargestellten Bischofszeiten ist es vorgekommen, hat sich es letztlich erfüllt, dieses Versagen. Und was sich bezieht auf Ihre erste Frage, das beziffern wir nicht. Da gibt die Studie Antworten dazu, wieso und weshalb. Die Dame. Ja, Dagmar Grimminger, Südwestrundfunk. Transparent, offen, unabhängig steht vorne. Wie oft hatten Sie Zugang zu allen Quellen, sei es Akten, sei es Gespräche? Also wie war sozusagen auch die Mitwirkung vom Bistum? Es gab ja auch in anderen Bereichen mal Fälle, wo man gesagt hatte, da waren Akten teilweise geschwärzt oder so. Also jetzt nicht meins, sondern in anderen Bistümern. Gut, also die Mitwirkung war sehr hoch, die Transparenz war sehr hoch und es ist seitens des Bistums nichts übergeben worden, weil sich die Autoren, der Herr Baumeister und ich, uns alles geholt haben, was wir als Studienrelevanz erachtet haben. Also es sind keine Akten, keine Giftakten oder keine Akten mit einem roten Deckel oder so übergeben worden, sondern wir haben gezielt uns ausgesucht, was wir haben wollen. Es ist dargestellt worden, wo wir überall vor Ort waren, in welchen Archiven, welche Nachlässe wir gesichtet haben. Insoweit ist das Tun oder die Unterstützung im Bistum Mainz zu beschreiben, dass sie uns gewähren haben lassen. Ja, dass also nichts beschränkt war. Wir konnten tun und lassen, was wir wollten. Okay. Theo Dirkes, Westdeutscher Rundfunk Köln. Sie sagen, Kardinal Lehmann sei seinem eigenen Anspruch zu keiner Zeit gerecht geworden. Haben Sie dafür Belege, wie er sich öffentlich äußert und wie er dann intern gehandelt hat? Also das entspricht unserem Studiendesign und auf die Frage, ob wir Belege haben, ja, und die werden Sie in der Studie dann dargestellt sehen. Aber ich möchte jetzt hier und heute, das ist so im Detail auf Ihre Frage, ja, das ist belegt, unsere Aussage.
Sie können kein Beispiel nennen jetzt. Ja, ich meine, den Schuh der Amerikaner ziehe ich mir nicht an, ist eine klare Formulierung, die steht vom Kardinal Lehmann. Und diese Aussage, wenn getätigt wird, dann muss man ja mutmaßen, dass er keine Kenntnis hat von Vorgängen im Haus. Wenn er aber trotz Kenntnisse hat, dann steht letztlich seine Aussage, die er öffentlich tätigt, nicht im Einklang mit seiner inneren Haltung oder seinem inneren Wissen. Lars vom ZDF. Ich habe eine Frage zu den Betroffenen. Die Vertreter oder manche Vertreter der Betroffenen und auch manche Betroffene sagen oder vermuten, dass es noch eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer gibt, derer, die im Prinzip sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche ausgesetzt ist. Haben Sie das in Ihrer Studie auch beachtet? Also wir gehen in der Studie auch auf ein Dunkelfeld ein. Wir müssen auch eingestehen, dass wir das Dunkelfeld in Teilen erhellen konnten, aber das Dunkelfeld immer noch sehr groß ist. Wir gehen an einzelnen Stellen auch darauf ein, dass ein Dunkelfeld genannt wird bei konkreten Beschuldigten, das wir dann einfach so nicht stützen können. Aber wir nennen kein Dunkelfeld, wie es beispielsweise jetzt in Frankreich geschehen ist oder wie andere Studien es gemacht haben. Aber wir erklären das in der Studie relativ gut auf Ihre Frage. Ja, wir gehen darauf ein. Okay. Bitte schön. Der Markus Schuck von der FAZ. Nur eine kurze Frage. Wenn Sie schon eine Zeitschiene quasi machen, können Sie die Fälle in den Jahrzehnten, also hat sich das quasi, hat es immer mehr abgenommen oder hat es zugenommen, war es gleich verteilt, gab es eine Zeit, wo es besonders schlimm war? Können Sie das irgendwie beschreiben? Ja, also wir haben einen sehr ausführlichen Statistikteil, aus dem man das, glaube ich, sehr gut entnehmen kann. Wir hatten vorher schon angesprochen, ein Schwerpunkt liegt sicherlich in der Bischofszeit Volk von 1962 bis 1982. Vorfälle hat es immer gegeben, aber der Schwerpunkt kann da zu verorten sein. Hier noch eine Frage. Ja, Oskar Fuchs, Deutsche Presseagentur. Ich hätte zunächst eine Frage zu der Zahl, die Sie genannt hatten. Im Zwischenbericht war das ja weniger gewesen. Lag das dann an der Plausibilitätsprüfung, dass es jetzt eine etwas geringere Zahl war? Also im Zwischenbericht, ein Jahr nach Projektbeginn, war für uns wichtig, niemanden zu vergessen. Und da hatten wir das Datenmaterial eingesammelt. Ich meine, im Bistum, insbesondere in der Rechtsabteilung, sind ja Listen geführt worden, die auch die Basis der MAG-Studie hatten, die Basis, wo in die MAG-Studie reingemeldet worden ist. Und wir hatten damals im Herbst 2020 formuliert, dass das letztlich unser momentaner Stand ist, Vorprüfung, Plausibilität, Tatbestand und Verantwortung. Diese Zahl, dass sie jetzt reduziert ist, zeigt einfach, dass sich das Bistum und die jeweiligen Personalverantwortlichen oder in der Interventionsverantwortlichen dann auch mit sehr viel beschäftigen. Also wenn ein Vorfall in der Kita ist, wo Kind gegen Kind, ja, und wo das Doktorspiel übertrieben wird oder einfach kein Doktorspiel mehr ist, dann wird ein Akt angelegt und das ist dann beispielsweise ein Fall mit einem Betroffenen und einem Beschuldigten oder einer Beschuldigten, die letztlich in dieser Position 675 vorkommt, aber den wir dann letztlich mangels Verantwortung oder hier mangels Tatbestand dann auch abschichten. Ja. Alles klar, danke. Und eine weitere Frage hatte ich noch. Es geht ja jetzt um Jahrzehnte der Vertuschung. Gab es bei der Anfertigung dieser Studie besondere Herausforderungen oder wurden Ihnen irgendwo auch Steine in den Weg gelegt? Also es ist so, dass das Aktenmaterial zu Beginn des Untersuchungszeitraums nicht diese Fülle hat, wie beispielsweise jetzt
insbesondere Lehmann 2, Lehmann 3 und Kohlgraf. Es liegt daran, dass Nachlässe auch nicht mehr im Haus sind. Das ist eine Schwierigkeit, wenn jemand verstirbt und der Bistumsleitung angehört und jemand verstirbt, dann gibt es Erben. Und wenn dann letztlich der Bruder, die Schwester oder deren Neffen und Nichten dann diesen Nachlass beanspruchen, dann kommt der aus dem Bistum heraus, so war es früher. Und nein, nochmal, ich hoffe, das gut geschildert zu haben, dass wir alles machen konnten, was wir für notwendig erachtet haben. Sie müssen sich die Situation so vorstellen. Wir haben kurz vor Beginn der Auftakt-PK Mitte 2019 einen Auftrag unterschrieben. Und in diesem Auftrag hat die Bistumsleitung das Heft des Handelns aus der Hand gegeben und die letzte Kontrolle aufgegeben. Also es war nicht mehr möglich, sich von dieser Freiheit, die mit dieser Auftragsvergabe mir und dem Herrn Baumeister gegeben wurde, sich davon zu lösen, außer mit einem Skandal. Also wenn die Bistumsleiter sich dazu entschieden hätte, jetzt ziehen wir die Notbremse, ja, wir wissen nicht, was die machen, und das gut drei Jahre wissen wir nicht, was die beiden machen. Ja? Und wenn dann die Bremse gezogen wäre, dann wäre es ein Skandal gewesen. Ja, Bistum unterbindet die Aufklärung. Ja? Also in dem Moment ab 2019, ab dem Start, war es ohne Skandal nicht mehr möglich, sich von dem heutigen Tage zu lösen. Und zeugt von einem hohen Vertrauen. Wir als Studienersteller sind auch dankbar der Bistumsleitung für die sehr offenen Fragen, die gestellt worden sind. Da ging es jetzt nicht darum, machen wir sexuellen Missbrauch gegen Kinder, wir grenzen den Zeitrahmen ein, wie es andere Studien machen, wir gucken nur auf die Verantwortlichkeiten. Ja, das ist ein schwieriges Thema, Verantwortlichkeiten. Ich persönlich finde es unangebracht, verkrampft, sich nur auf Verantwortlichkeiten und Schuldige zu beziehen, denn wir hoffen schon, dass wir heute Impulse gesetzt haben und mit dem Lesen der Studie auch begriffen wird, dass es nicht den oder die Schuldige gibt, und damals ist gut, ja, sondern es geht um viel mehr. Es geht auch um die Sprachfähigkeit, auch in den Pfarrgemeinden. Man sieht es jetzt hier im Bistum Mainz wieder aktuell, an ein, zwei Fällen, wie da Pfarrgemeinden letztlich sich spalten, ja, nicht wissen, wo man hingehört. Wir haben auf der Homepage einen Bericht eingepflegt, einen Zeitzeugenbericht aus dem Jahr 1992. Das können Sie anhören, das hat der HR aufgenommen und wir haben es anonymisiert. Und da sehen Sie, dass es heute noch genauso ist wie vor 30 Jahren, und man sich die Frage stellen muss, was ist denn in diesen 30 Jahren gar nichts passiert? Jetzt habe ich die Frage ich bin dankbar für Ihre Frage, hoffe, die schon vorher beantwortet zu haben, und jetzt schließe ich an. Okay. Nochmal Dirkes, WDR. Herr Baumeister, Sie die Frage nach der Statistik. Wenn ich richtig informiert bin, hatten wir 169 Betroffene, die das Bistum Mainz zur MHG-Studie gemeldet haben. Jetzt sind es 401 Betroffene. Wie kommt es zu dieser enormen Steigerung der Zahl, auch der Täter, genau aufs Dreifache von 60 auf 180? Das ist ja eine Riesensteigerung. Wo waren die vorher? Warum waren die 2018 nicht schon bekannt? Und eine Frage an Sie, Herr Weber. Sie haben eben von der Erinnerungskultur in den Gemeinden gesprochen. Was sind die Prinzipien dieser Erinnerungskultur? Was muss passieren, dass es in Gemeinden nicht auf Spaltung hinausläuft oder auf
weitere Beschädigung von Betroffenen oder deren Familien? Ja, also zu Ihrer ersten Frage. Ich glaube, man sollte nicht den Fehler tun, Zahlen aus der MHG-Studie mit unseren Zahlen zu vergleichen, weil das ist wie Äpfel und Birnen zu vergleichen. Also die MHG-Studie hatte einen ganz anderen Untersuchungsansatz, alleine schon mit dem ausschließlichen Fokus auf Kleriker. Und bei uns war das Feld ja viel breiter. Also sowohl was Beschuldigte anbelangt, war das Feld viel breiter, als auch was Betroffene anbelangt. Wir haben uns auch missbräuchliche Verhältnisse unter Erwachsenen beispielsweise angeschaut, die auch auf betroffenen Seite nicht in die MHG-Studie fallen. Also alleine aus diesen beiden Ansätzen ist es eigentlich nicht möglich, diese beiden Zahlenwerke miteinander zu vergleichen. Ich kann vielleicht noch ergänzen, um es auch nochmal verständlicher zu machen. Also das Bistum hat zwei Listen geführt. Eine Liste, was an die MHG-Studie gemeldet wurde, und eine Liste mit weiteren Vorfällen. Da waren beispielsweise auch, was der Herr Weber vorher skizziert hatte, auch Vorfälle in der Kita mit drin. Also es ist schon eine Kontinuität da, aber wie gesagt, dieses Zahlenmaterial in sich lässt sich nicht vergleichen. Ja, Erinnerungskultur vielleicht vorweg. Wir führen ja aus, dass es neben der positiven Erinnerungskultur auch die schädliche Erinnerungskultur gibt. Es geht los mit Straßennamen, das geht weiter mit Ehrenämtern oder mit Ehrengräbern, Entschuldigung, und es gibt ja hier auch eine Kirche, da ist innerhalb der Kirche eine Grabplatte noch drin. Das ist nach meinem Dafürhalten oder nach unserer Einschätzung, Entschuldigung, ist das eine negative Erinnerungskultur. Und bei der positiven Erinnerungskultur, da gilt es von unserer Seite hier nichts zu formulieren, außer die Forderung an die beteiligte Pfarrgemeinde in den Dialog zu gehen. Also das meine ich auch mit der Sprachfähigkeit, weil es steht ja vieles im Raum, ja, was Erinnerungskultur, das kann ein Mahnmal sein, das kann ein Bild sein, das kann ein Statement sein, aber was es tatsächlich ist, was Not tut, ja, muss die Gemeinde, die Pfarrgemeinde letztlich im Dialog klären. Und daran scheitert es leider heute, dass die Sprachfähigkeit in der Pfarrgemeinde fehlt, auch mit den verschiedenen Positionen, die man hat. Man kann ja anderer Meinung sein, aber man sollte, wenn jetzt hier, wie wir berichtet haben, gegenüber den Beschuldigten ein sehr repressives, rigoristisches Handeln seitens der Bistumsleitung im Sinne der Prävention gegangen wird, dann muss man dieses Handeln und dieses Verhalten auch verstehen wollen. Ja? Das ist natürlich ist dann auch die Frage der Rehabilitation, wenn jetzt nichts dran ist, also wenn es einfach nicht geschehen ist. Aber auf Ihre Frage, Erinnerungskultur muss beginnen mit Sprachfähigkeit und Dialog in der Pfarrgemeinde, und dann werden die schon das Beste daraus machen. Ja, nochmal der EPD. Sie haben, Herr Weber, eingangs geschildert, dass der Teil Ihrer Studie, der auf den Rückmeldungen aus den Pfarrgemeinden und Caritas-Einrichtungen beruht, nicht so ganz gelaufen ist, wie Sie sich das wohl gewünscht hätten, weil die Rückmeldungen so mau waren. Haben Sie eine Erklärung dafür? Und wie sehr leidet die Qualität Ihrer Erkenntnisse darunter, dass diese Rückmeldungen halt nicht umfangreicher waren? Frage 2, die Qualität wird dadurch nicht beeinträchtigt. Ich meine, die Qualität ist fast erhöht worden. Sie müssen sich vorstellen, die Fragebogenaktion lief im Februar, März 2022. Da war letztlich der Datenbestand schon vorhanden, eingesammelt. Na? Wir haben uns dann letztlich, diese Fragebogenaktion war der Test nach Vollständigkeit. Ja, also haben wir alles das, was uns rückgemeldet wird. Ja, und dann sind noch 2, 3 Fälle, sind dann noch neu gemeldet worden, aber im Übrigen hatten wir es.
Was uns aber enttäuscht hat, war die schlechte Rücklaufquote und eine Erklärung. Ja, das sind jetzt Mutmaßungen, aber wir gehen schon davon aus, dass das zeigt, dass die Sensibilität vor Ort oder die Notwendigkeit nicht gesehen wird. Es gab andere Pfarrgemeinden, die haben sich herausragend engagiert mit vor Ort, mit Presseaufrufen, in der Messe dann nochmal mit Presseaufrufen. Aber es gibt eben auch Pfarrgemeinden, und da ist jetzt nicht der Priester und der Gemeindepfarrer, sondern es wurden ja die Pfarrgemeinderäte, ja, angesprochen. Ich möchte jetzt nicht Desinteresse nennen, aber es ist dann vielleicht aus deren Sicht auch mal gut, und das ist nicht unsere Sicht. Okay. Ja, eine Frage nochmal vom SWR für Herrn Weber. Welche Erwartungen sind Ihnen denn begegnet von Betroffenen, und welche Rolle spielt dabei das Thema einer Entschuldigung? Ach, das ist jetzt schwer zu sagen, welche Erwartungen. Ich glaube, wir haben Erwartungen auf 40, 50 Seiten formuliert. Johannes, magst du dazu was sagen? Ich glaube, dass es so pauschal nicht zu beantworten ist, weil es gibt auch nicht die Betroffenen. Jeder hat seine persönlichen Erwartungen. Das ist das Erste, und das ist auch verbunden mit der Frage der Entschuldigung. Also es gibt Betroffene, die formulieren sehr deutlich, sie möchten eine Entschuldigung. Es gibt genauso Betroffene, die sagen, entschuldigen kann sich der Täter bei mir. Die Institution hat Verantwortung zu übernehmen. Also auch das lässt sich pauschal nicht beantworten. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung einer Aufarbeitung, einen Weg zu finden, um die individuelle Bewältigung so zu unterstützen und eben nicht mit pauschalen Antworten zu kommen. Das wird sicherlich nicht einfach. Okay, letzte Frage. Ja, Ruth Lehnen von der Kirchenzeitung Glaube und Leben. Meine Frage bezieht sich auf Ihren Hinweis zur Governance. Also was wird darunter verstanden, dass es an dieser Stelle gefehlt hat, und wie müsste die besser aufgestellt sein, damit das funktioniert oder in Zukunft funktioniert? Ja, also wir haben bei einer ganzen Reihe an Vorfällen beziehungsweise an der Bearbeitung der Vorfälle, und das bezieht sich jetzt letztendlich auf alle Bischofszeiten, immer wieder festgestellt, dass es an vielen Stellen auch einfach ein Managementproblem ist, als erstes, also dass Prozesse nicht definiert sind, dass Verantwortlichkeiten nicht klar sind. Und das Zweite ist so dieses gesamtstrategische Handeln, das an vielen Stellen einfach gefehlt hat und das dann in Summe dazu führt, dass der Umgang mit Betroffenen nicht so erfolgt, wie er erfolgen sollte, und dass der Umgang oder die Konsequenz mit Beschuldigten ebenfalls nicht so erfolgt. Und wir haben es versucht, in einem Ausblick am Ende der Studie auch nochmal etwas zu formulieren als Denkanstoß. Ich glaube, dass es durchaus sinnvoll sein kann, wenn man sich aus theologischer Sicht auch mit Ökonomie und Management befasst und versucht, daraus Erkenntnisse zu ziehen, um letztendlich die Kirche als Dienstleister, so wie sie sich ja auch sieht, so weiterzuentwickeln. Und da gibt es viele gute Ansätze und viele Konzepte. Ich glaube nur, dass bis jetzt diese beiden Welten selten gemeinsam gedacht wurden. Dankeschön. Mit diesen Worten möchten wir die Pressekonferenz schließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, auch im virtuellen Raum. Die Studie selbst und auch die Zusammenfassung zur Studie wird jetzt in den nächsten Minuten dann hochgeladen und für Sie zum Download bereitstehen. Herzlichen Dank. Einen schönen Tag noch.